Einfach am Ball bleiben, machen, aber beides diszipliniert und nicht eins auf der Strecke lassen. Mein Name ist Dennis Pütz, bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich hier aus Taunusstein, 10 Minuten von Wiesbaden entfernt. Habe hier im Wiesbadener Tennis- und Hockeyclub Hockey spielen gelernt, bei der Rosi Blöcher damals noch. Und habe dann mal zwischenzeitlich einen kleinen Stopp in Frankfurt eingelegt, um dort leistungsorientierter Hockey weiterspielen zu können. Und mich hat es aber jetzt vor ein paar Jahren wieder zurück nach Wiesbaden gezogen. Und ja, freue mich jetzt wieder hier zu sein. Haben hier eine erfolgreiche Story, die wir erzählen können. Seit vielen Jahren mehrere Aufstiege mitgemacht. Und ja, das ist etwas, was total inspirierend ist, was total Spaß macht. Wir haben ein Familienunternehmen, spezialisiert in der Folienkonfektionierung. Was halt bedeutet das? Wir schneiden Folien. Das kann man sich so vorstellen, wir kaufen Folien in großen Rollen ein von führenden Herstellern dieser Welt und konfektionieren die, schneiden die auf Kundenmaß, auf Kundenwunsch. Und das geht in die ganz verschiedenen Branchen hinein auf dieser Welt. Also viel im Pharmabereich, Elektronikindustrie. Und ja, also am Ende des Tages kommen wieder Rollen raus oder eben Formatware. Und das ist ein reines B2B-Geschäft, weltweit agierend aus Taunusstein heraus und in der zweiten Generation aktuell geführt. Ich bin jetzt die dritte Generation, die mit reingekommen ist und ja, freue mich auf diesen Step. Ja, ist eine absolute Challenge. Wir trainieren dreimal die Woche zusammen in der Mannschaft, aber abends. Wir sind keine Profis, dementsprechend haben wir alle unseren normalen Ablauf tagsüber. Ob es Studium ist, Beruf ist, egal wie, das macht jeder für sich individuell. Und haben dann jetzt entsprechendes Mannschaftstraining. Natürlich bleibt es nicht dabei. Wir haben unsere individuellen Einheiten, ob es im Fitnessstudio ist oder laufen gehen. Und haben entsprechend am Wochenende 1 bis 2 Spiele. Und das Ganze muss man natürlich versuchen, unter einen Hut zu bekommen. Ist nicht ganz einfach, aber letztendlich geht es darum, Zeitmanagement ist da der wichtigste Faktor, sich selbst zu organisieren, dass man eben für sich entsprechend einen guten Ablauf hinbekommt, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich dann am Ende des Tages Freundin, Familie, was auch immer da ist, muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Und ist man aber froh, wenn da letztendlich auch noch der Support da ist. Ja. Ja, also ich merke es jetzt gerade, wo ich im Job bin, morgens früh anfangen, abends ganz spätes Training. Man ist eigentlich noch nicht bereit, direkt nach dem Training schlafen zu gehen. Man müsste noch was essen. Am Ende des Tages liegt man dann vielleicht erst um 12, halb eins mal auch im Bett und morgens direkt sich wieder rauszupellen. Das ist dann schon eine harte Motivation. Da ist auch wirklich Selbstdisziplin gefragt und immer wieder den gleichen Tagesablauf dann auch wieder hinzubekommen. Und aber auch nicht nur auf dem Feld, sondern am Ende des Tages auch beim Job zu performen und da auch wieder die Leistung bringen zu können. Und das ist etwas, wo ich jedes Mal wieder so ein bisschen struggle komme, um sich immer wieder selbst zu motivieren, okay, weil es letztendlich werden wir dafür nicht bezahlt. Das ist eine absolute Leidenschaft von uns, aber nur über diese Leidenschaft können wir am Ball bleiben. Ja, das ist eine absolut gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Ich bin jetzt, stehe kurz vor meiner Hochzeit. Entsprechend ist das für mich ein großer Step, der getätigt wird jetzt. In Richtung vielleicht auch meiner eigenen Familie. Und klar, dann wird es natürlich noch schwieriger, das Ganze unter einen Hut zu bekommen. Da kann man nicht so richtig in die Zukunft blicken, wie es am Ende des Tages zeitlich alles noch zu vereinbaren ist. Wir haben immer mal wieder Väter auch in der Mannschaft gehabt, die jetzt leider Gottes alle ihre Schläger an den Nagel gehängt haben. Aber ich denke, da ist noch mehr Zeitmanagement gefragt, noch mehr zu gucken, wie kriegt man das alles unter einen Hut. Und ich bin mir sicher, da wird es eine Lösung für geben. Wow, ja, da war ich so gerade in den Anfängen meines Studiums. Manchmal hat man da vielleicht noch nicht so den Ernst der Lage irgendwie erkannt, was bedeutet, okay, Studium und aber am Ende des Tages dann auch leistungsorientiert Sport zu machen, was das bedeutet, unter einen Hut zu bringen. Damals noch viel Bundesliga-Hockey auch, was wir jetzt auch wieder haben, aber in Kombination dann auch noch mit Nationalmannschaft. Ist es so die Frage, was gibt man da mit einem Weg? Einfach am Ball bleiben, machen, aber beides diszipliniert und nicht eins auf der Strecke lassen. Weil im Hockey, wir sind Amateure, es ist schon wichtig, dann auch die Ausbildung nebenher noch durchzuziehen.